Für unser Zombie-Kostüm brauchen wir ein altes weißes T-Shirt. Jetzt geht es dem T-Shirt an den Kragen. Ihr dürft nach Herzenslust dieses T-Shirt dreckig machen. Kaffeesatz, ein bisschen Erde. Nach dem Verschmutzen des T-Shirts nehmt ihr eine spitze Schere und schneidet ein paar Löcher rein und reißt diese mit den Händen noch weiter aus, sodass es schön ausgefranst und alt aussieht. Und schon ist das Kostüm fertig. Für euer Skelettkostüm braucht ihr ein schwarzes, langärmeliges T-Shirt und Textilfarbe sowie ein Textilmarker. Mit dem Textilmarker malt ihr freihändig die einzelnen Skelettfragmente auf euer Shirt. Dann habt ihr euer Skelett direkt auf dem T-Shirt oder wie in unserem Fall schneidet ihr mit einer spitzen Schere die Skelettfragmente einfach aus dem T-Shirt raus. Damit das Skelett noch besser zur Geltung kommt, zieht ein weißes, langärmeliges T-Shirt unter euer Skelettkostüm. Fertig ist auch dieses Kostüm. Super einfach, oder?